In diesem Video werden wir uns jetzt anschauen, ob du negative Kommentare unter deinen Facebook-Ads löschen solltest und ob das Löschen von Kommentaren deine Facebook-Ads negativ beeinflussen wird. Also beispielsweise in dem Sinne, dass deine Werbeanzeige nicht mehr so häufig ausgespielt wird, dass deine Leads sinken, dass deine Verkäufe sinken. Das werden wir uns jetzt mal in diesem Video anschauen in Bezug auf Kommentare. Und der erste Punkt, den ich dir hier mitgeben möchte, ist erstmal, du kannst davon ausgehen, dass du negative Kommentare bekommen wirst. Das wird so gut wie in jeder Branche der Fall sein, dass du negative Kommentare hast. Ja, beispielsweise, ich hatte letztens eine Facebook-Ad gesehen zu einer App, die dafür sorgt, dass abgelaufene Lebensmittel von Läden deutlich unter Ladenpreis verkauft werden, also deutlich günstiger. Das heißt, jeder hat was davon. Der Laden hat was davon, weil er die Lebensmittel noch los wird, bekommt dafür auch noch Geld. Der Kunde hat was davon, denn naja, die Lebensmittel hat er dann zu einem günstigen Preis bekommen und die Lebensmittel werden nicht weggeschmissen. Also Win-Win-Win-Situation. Und dann denkst du dir, ja, das hat doch eigentlich nur Vorteile für jeden. Aber nein, auch darunter gibt es dann wiederum Kommentare. Natürlich nur sehr wenige, aber dann schreibt dann jemand, ach, das ist doch Müll, das ist doch Quatsch, das braucht doch keiner, bla bla bla. Ja, und da denkst du dir dann, wie kann so etwas Kritik abbekommen? Also, wobei, Kritik ist ja jetzt noch milde ausgedrückt, das sind ja die letzten Hinterwäldler, die sowas kommentieren. Aber deswegen möchte ich dir einfach mit auf den Weg geben. Du kannst davon ausgehen, dass du negative Kommentare bekommen wirst. Das ist einfach so. So, und dann möchte ich dir auch hier gleich mit auf den Weg geben, wie du auf negative Kommentare reagieren sollst. Denn du solltest auf negative Kommentare reagieren. Hängt immer so ein bisschen davon ab. Aber wenn dir zum Beispiel jemand schreibt, ach, das ist doch Quatsch, das braucht doch keiner, dann kannst du schreiben, hey, wir haben schon 1750 Produkte verkauft. Wieso bist du der Meinung, dass das keiner braucht? Oder wenn du eine Dienstleistung hast, dann und jemand drunter schreibt, ach, das hilft mir doch so oder so nicht, dann kannst du ja einfach mal fragen, wieso denkst du denn, dass dir das nicht hilft? Ja, stell da immer so eine Gegenfrage und vertrau mir, in, ich sag mal, 95% der Fälle wird da keine Antwort kommen. Es ist aber auch völlig egal, weil die Leute, an die die Werbeanzeige dann ausgespielt wird, die schauen sich in den meisten Fällen zumindest auch die Kommentare an. Lesen mal, worum geht's da, was ist da, was schreiben die anderen denn? Und wenn die dann sehen, dass du solche Fragen stellst und da kommt dann keine Antwort, dann denken sie, okay, hey, vielleicht ist dieses Produkt doch gar nicht so schlecht oder vielleicht bringt mir diese Dienstleistung doch was. Also gehe auf jeden Fall auf negative Kommentare ein, soweit es dir möglich ist. Ja? Ich zum Beispiel hab jetzt auch ein Beispiel, wo das eben nicht der Fall war, wo es sinnlos gewesen wäre, da auf solche Kommentare einzugehen. Und zwar haben wir eine Werbeanzeige zum Thema Kindervorsorge am Laufen und dann hat da ein User, eine Userin drunter geschrieben, das ist alles Betrug und tragt euch da nicht ein und bla bla bla. Und jetzt auf sowas einzugehen, selbst wenn ich da eine Gegenfrage und so weiter stelle, sinnlos, weil das Ding ist halt einfach, solche Kommentare sorgen für geistige Brandstiftung, ja, weil die Leute, die dann diese Werbeanzeige sehen und diesen Kommentar lesen, ja, die sind dann schon so ein bisschen voreingenommen und denken sich, ah, Betrug, ah, ja, lass ich mal lieber. Und deswegen solche Kommentare lösche ich da dann. Dabei ist aber auch wichtig, der Großteil der Kommentare, die unter diesem Beitrag sind, sind durchgehend positiv oder neutral. Ich sag mal, wenn jetzt jemand schreibt, ich brauche da mehr Infos, ja, dann kurz darauf antworten. Ja, und deswegen auch der Tipp an der Stelle, wenn du einen Beitrag, wenn du eine Facebook-Ad am Laufen hast, die überwiegend negative Kommentare hat, ja, 60%, 70%, 80% negative Kommentare, dann solltest du dir mal Gedanken über dein Produkt, über deine Dienstleistung machen oder generell über deine Facebook-Ad, ob das Ganze vielleicht schlecht dargestellt ist, ja. Weil wenn das der Fall ist, dann ja, ist das einfach problematisch, dann funktioniert oder dann ist irgendwas an deiner Ad nicht richtig oder wie gesagt an deinem Produkt oder an deiner Dienstleistung. So, jetzt kommen wir mal zur Frage, wird das Löschen von Kommentaren, generell von Kommentaren, deine Facebook-Ads negativ beeinflussen? In dem Sinne, wie gesagt, dass dann deine CPM beispielsweise steigt, deine Leadkosten, deine Kosten pro Verkauf steigen. Und da muss ich sagen, wenn du ja, ein paar Kommentare nur mal hin und wieder löscht, so wie ich das beispielsweise mache, dann wird es deine Facebook-Ads nicht negativ beeinflussen. Also kann ich dir aus erster Hand verraten, ich mache es immer hin und wieder, lese da immer drüber und ja, lösche auch den einen oder anderen Kommentar und es hat bis jetzt keinen negativen Einfluss auf meine Facebook-Ads. Ja, aber ich kann mir vorstellen und das ist jetzt nur eine Annahme, wovon ich einfach ausgehe, wenn du, wie gesagt, 60%, 70%, 80% der Kommentare, die auf einen Beitrag kommen, löscht, dann kann ich mir vorstellen, dass das deine Facebook-Ads negativ beeinflusst. Einfach deshalb, weil Facebook möchte seine User ja eben auch schützen. So, und
wenn der Algorithmus dann einfach sieht, dass du sehr, sehr viele Kommentare löscht, das ist zumindest das, was ich mir vorstellen kann, dann ja, vermutet er, dass du irgendwas zu verheimlichen hast. Ja, und dann wird deine Ad wahrscheinlich schlechter ausgespielt oder ja, werden deine, wie gesagt, wird deine Reichweite wahrscheinlich mehr oder weniger eingeschränkt. Du musst dir das Ganze auch mal so vorstellen. Wenn du viele Kommentare unter deinem Beitrag hast, dann sorgt das auch für einen gewissen Social Proof. Ja, und dieses Social Proof sorgt einfach dafür, dass sich mehr Leute bei dir eintragen, mehr Leute dein Produkt kaufen. Und das sorgt dann auch einfach bei Facebook dafür, dass Facebook deine Werbeanzeige häufiger ausspielt. Und deswegen ist das Löschen von negativen Kommentaren, wenn du einen Großteil deiner Kommentare löscht, einfach nicht gut für deine Werbeanzeigen. Und noch ein letzter Punkt. Ich würde dir empfehlen, interagiere mit den Leuten, die bei dir kommentieren. Ja, egal was, ob jetzt jemand schreibt, hey, das Produkt ist ja super, dann kannst du mal drunter schreiben, freut mich, dass es dir gefällt. Ja, dass du einfach da für Interaktionen sorgst, denn je mehr Interaktion unter so einem Beitrag, desto besser einfach auch für den Facebook-Algorithmus oder desto besser für dich und der Facebook-Algorithmus wird dafür sorgen, dass deine Werbeanzeige häufiger ausgespielt wird. Alles klar, das war's zu diesem Thema, ob du Kommentare löschen solltest, um es auf den Punkt zu bringen. Wenn du einen Großteil deiner Kommentare löscht, dann kann es deine Facebook-Ads negativ beeinflussen. Wenn du vereinzelt welche löscht, dann ist das völlig in Ordnung. Apropos Kommentare, wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib sie mir unten in den Comments. Wenn du irgendwelche Anmerkungen hast, schreib sie auch unten in den Comments. Ansonsten lass einen Daumen hoch da, lass ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, hau rein. Ciao.